Haben Sie schon von Mindmanager gehört? Basierend auf der Mindmapping-Methodik hilft Mindmanager Einzelpersonen, Teams und Organisationen dabei, Ideen und Informationen zu erfassen, zu strukturieren und zu ergänzen. Beginnend mit dem zentralen Hauptthema werden so interaktive Diagramme mit allen Details erstellt. Mindmanager als reine Mindmapping-Software zu bezeichnen, wäre jedoch irreführend. Wir sehen Mindmanager als eine Business-Mapping-Software, die es Ihnen ermöglicht, die Intuition der Mindmapping-Methodik mit einem umfassenden Aufgabenmanagement-Toolset und Integrationen zu branchenführender Software wie Office 365, SharePoint und Microsoft Teams zu kombinieren. Mit Mindmanager können Informationen einfach qualifiziert und kategorisiert werden, hier zum Beispiel mit Prioritäten. Bei der Durchführung von Berechnungen, die Sie in Mindmanager erstellen, oder die auf Daten beruhen, die aus Excel importiert wurden, zeigen Ihnen visuelle Indikatoren, wenn Sie sich Grenzwerten nähern oder diese überschritten werden. Sie können Links und Dateianhänge direkt in Ihre Diagramme einfügen, um schnell die notwendigen Informationen zu finden und den Überblick zu behalten. Aktualisieren Sie Aufgabeninformationen und den Fortschritt direkt in den Zweigen. Die Gesamtdauer von Arbeitspaketen sehen Sie im Elternzweig. In dem integrierten Gantt-Modul können Sie Aufgaben planen und mit Drag-and-Drop Abhängigkeiten erstellen. So können auch größere Projekte einfach geplant werden. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Mindmanager herausholen, haben wir das integrierte Mindmanager Learning Center entwickelt. In Kombination mit der Mindmanager Starter Akademie werden Sie in kürzester Zeit einsatzbereit sein. Sie finden die Mindmanager Starter Akademie auf unserer Webseite www.mindmanager.com.de unter Ressourcen und hier Lernwerkzeuge. Wenn Sie eine neue Mindmanager-Map erstellen, wählen Sie zunächst eine Vorlage aus der Vorlagenbibliothek mit über 90 Vorlagen aus. Lassen Sie nun Ihre Kreativität freien Lauf, um Ihre Anforderungen erfolgreich umzusetzen. Unsere Anwender erstellen mit Mindmanager intuitive Diagramme, hier ein Organigramm in Verbindung mit einer Matrixstruktur, und nutzen Filterfunktionen, um verschiedene Verantwortungsbereiche dynamisch anzuzeigen. Mit Wissens- und Navigationsmaps können Informationen beliebig strukturiert und schnell gefunden werden, hier zum Beispiel als Miniaturbild. Dadurch wird Expertenwissen schnell für Ihr Team transparent und nachvollziehbar dargestellt. Bilden Sie Ihre Prozesse in interaktiven Flussdiagrammen ab und setzen Sie Filter ein, um Varianten und Standardflows schnell zu erkennen. Fügen Sie ganz einfach mit Drag and Drop Links und Dateianhänge hinzu, um die notwendigen Informationen zu integrieren. Mit einer RACI-Matrix können Verantwortlichkeiten klar definiert werden. Diese Matrix zeigt, wer für eine Aufgabe verantwortlich ist, wer konsultiert werden muss und wo die Gesamtverantwortung liegt. Passen Sie die Ansicht Ihres Diagramms an, indem Sie Informationen ein- oder ausblenden, um sie an die Bedürfnisse jeder Zielgruppe anzupassen. Zusätzlich zum zuvor gezeigten Gantt-Diagramm können Sie Perspektiven wechseln, um den Map-Inhalt in der Zeitplanansicht, der Symbolansicht oder der Tag-Ansicht zu sehen und so einen 360-Grad-Rundumblick über Ihre Inhalte zu bekommen. Und mit Zweig-Infokarten können Sie immer alle Informationen sofort erkennen. Unabhängig vom Umfang Ihres Themengebiets, ob Sie nun ein Student sind, der seine Masterarbeit schreibt oder ein Projektmanager, der die nächste Marslandung plant. Mit Mindmanager können Sie Ideen und Informationen erfassen, strukturieren und visualisieren, wie Sie es für richtig halten. Es geht nur darum, Ihre Kreativität zu entfesseln und Ihre Ziele zu erreichen. Nehmen wir diese Aufgabenliste als Beispiel. Ich erstelle einen neuen Zweig und nenne ihn Engineering. Nun füge ich mit einem Klick Aufgabeninformationen hinzu. Aufgabeninformationen können per Drag and Drop von einem Zweig auf einen anderen Zweig übertragen, im Kalender ausgewählt oder im Aufgabenbereich Aufgabeninfo detailliert angepasst werden. Ebenso kann ich andere Elemente wie Ressourcen per Drag and Drop übertragen. Wenn ich das Hauptthema markiere und auf Aufgaben aufrollen klicke, sehe ich die akkumulierten Aufgabeninformationen aus allen untergeordneten Zweigen. Ebenso kann man Aufgabenkosten, die sich aus Ressourcen und allgemeinen Kosten zusammensetzen, aufrollen. Mit der Mindmanager Go App für Smartphones und Tablets können Sie von unterwegs Informationen in eine Mindmanager Snap Queue senden. Die gesendeten Informationen können Sie dann in Ihre Map ziehen, wenn Sie das nächste Mal Mindmanager auf Ihrem Computer öffnen.
So kann man jederzeit und von überall Informationen an MindMenge senden und diese dort weiterverarbeiten. Nun sollen die Aufgaben an SharePoint gesendet werden, damit die Bearbeiter eine automatische Benachrichtigung erhalten. Dazu markiere ich die Aufgaben und sende sie über das Menü Erweitert an die gewünschte SharePoint-Liste. Nach kurzer Zeit sind die drei Aufgaben an SharePoint gesendet, was ich an den SharePoint-Icons erkenne. Außerdem ist ein Link zu der SharePoint-Aufgabe hinzugefügt worden. Wenn man den SharePoint-Aufgaben-Link im integrierten Browser von MindManager öffnet und dort die Aufgabe bearbeitet, zum Beispiel den Fortschritt auf 75% ändert, aktualisiert sich die Aufgabe in MindManager automatisch. In MindManager selbst kann der Fortschritt ebenfalls geändert werden. Die Änderung wird diesmal manuell aktualisiert. Man kann Links selbstverständlich auch im Browser öffnen. Hier sehen wir, dass die Aufgabe in SharePoint ebenfalls abgeschlossen ist. Das heißt, MindManager erlaubt eine bidirektionale Synchronisierung mit SharePoint. Ein weiterer Use Case ist, SharePoint-Listen abzufragen, um die Inhalte visuell darzustellen. Zuerst die SharePoint-Site auswählen, die abgefragt werden soll, und dann den Listentyp, hier eine weitere Aufgabenliste, nämlich Stage 1. Anschließend könnte ich Filter definieren, was ich hier überspringe. Nun werden alle Aufgaben, die meinen zuvor eingegebenen Kriterien entsprechen, in meiner Map dargestellt. Natürlich können die Aufgaben auch umstrukturiert werden, indem ich zum Beispiel den Elternzweig mit Drag and Drop verschiebe. Ebenso kann ich den Elternzweig auch beliebig umbenennen und sehe im Hauptthema nun die Aufgabeninformationen aus den beiden Stages. Nachdem Sie nun gesehen haben, wie man Elemente wie Aufgaben an SharePoint sendet, diese aktualisiert und SharePoint-Listen abfragt, speichere ich meine Map direkt aus MindManager in SharePoint. Maps in SharePoint zu speichern hat einen großen Vorteil für Teams, in denen nicht jedes Teammitglied über eine MindManager-Lizenz verfügt. In SharePoint gespeicherte Maps können mit der MindManager-App für SharePoint auch im Browser angezeigt und somit allen Teammitgliedern zugänglich gemacht werden. Hier wird nun die HTML5-Version der Map angezeigt, die den gesamten Inhalt inklusive aller Anhänge und Links enthält. Auch hier gibt es die Möglichkeit, nach allen Markierungen wie Prioritäten, Ressourcen oder Fortschritt zu filtern. Da SharePoint der Speicherort hinter Microsoft Teams ist, erlaubt Ihnen die App MindManager für Microsoft Teams, auch MindManager-Diagramme direkt in Microsoft Teams zu öffnen. Ist die Map bereits von jemand anderem geöffnet, wird nahtlos eine Co-Editing-Session zum gemeinsamen Bearbeiten gestartet. Dadurch können mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig in einer MindManager-Map arbeiten. In diesem Beispiel unterstützt mich mein Kollege Joel aus Schweden. Er benötigt nur die App MindManager für Microsoft Teams und den Zugriff auf den Kanal in Microsoft Teams. Hier kann ich nun einen neuen Zweig für die Aufgabe Task 4 hinzufügen. Das Arbeiten mit Drag and Drop wird hier ebenso unterstützt wie in der MindManager Desktop Installation. In den Arbeitsbereichen auf der rechten Seite kann man weitere Elemente und Details hinzufügen. Während Joel weiterhin in der Map-Ansicht arbeitet, kann ich die Aufgaben ebenso in einer Kanban-Ansicht anzeigen. Auch wenn ich die Ansicht wechsle, habe ich volle Bearbeitungsmöglichkeiten. Auch hier kann ich filtern, Aufgabeninformationen, Symbole und Tags ändern und hinzufügen oder einen Kommentar eingeben. Auch Notizen, Links, Dateianhänge können angelegt werden und ich habe auch Zugriff auf meine Snap-Queues. Über das Menü Ansicht kann ich jederzeit auch wieder zur Standardansicht zurückkehren. Meine Änderungen kann ich über das Menü Datei speichern und dort auch wieder die Map schließen. MindManager für Microsoft Teams kann aber noch mehr. Sie können dort ganz neue Maps erstellen, vorhandene Maps mit allen Teammitgliedern editieren, MindManager-Diagramme und Ordner als Registerkarten in Microsoft Teams anlegen und ist außerdem auch als Standalone-Lösung verfügbar. Ist meine Map auf SharePoint, OneDrive, Google Drive, Box oder Dropbox gespeichert, habe ich unabhängig von Microsoft Teams ebenfalls die Möglichkeit, eine Co-Editing-Session zu starten. Hier besteht die Möglichkeit, auch externe Bearbeiter einzuladen. Ebenso wie in MindManager für Microsoft Teams stehen in einer Co-Editing-Session alle Editiermöglichkeiten zur Verfügung. Zurück zu MindManager. Wird die Co-Editing-Session beendet, kann ich in der Desktop-Installation dann die neue Version der Map laden. Alles, was zur Teilnahme an einer Co-Editing-Session benötigt wird, ist ein kostenloser MindManager-Account, eine Internetverbindung und ein Browser.
Was aber, wenn Sie als Manager für mehrere Teams oder Projekte verantwortlich sind? Sie benötigen ein Dashboard, um alle relevanten Informationen im Blick zu haben. Dies kann man mit einer einfachen Map und der Funktion Map Rollup ganz einfach erstellen. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihre Projektdatei auszuwählen und anzugeben, welche Zweige Sie sehen wollen. Wenn sich dann in den Quellmaps etwas ändert, hier zum Beispiel der Fortschritt von mehreren Aufgaben, was den Gesamtfortschritt ebenfalls ändert, dann kann man den aufgerollten Zweig ganz einfach aktualisieren, um stets auf dem aktuellen Stand zu sein. Sie wollen Ihre Map mit jemandem teilen, der keinen Zugang zu Cloud-Storage-Systemen wie zum Beispiel OneDrive hat? Mit MindManager können Sie Ihre Map bequem veröffentlichen. Sie wählen aus, ob die Map mit Kennwort oder ohne veröffentlicht wird und teilen ganz einfach den Link. Der Empfänger kann nun die Map im Browser öffnen und hat hier ebenfalls die Möglichkeit zu filtern oder die Ansicht zu wechseln. Wenn Sie nach der Veröffentlichung eine Änderung in Ihrer Map machen, ändert sich das Overlay und Sie können ganz einfach ein Update durchführen, ohne dass sich der geteilte Link ändert. Mit der neuen und verbesserten MindManager Folienfunktion können Sie Folien aus Ihren Map-Inhalten generieren oder eigenständige MindManager Folienpräsentationen erstellen, die ich für diese Zusammenfassung verwenden werde. MindManager bietet eine leistungsstarke Suite intuitiver Visualisierungsprodukte, die Einzelpersonen und Teams dabei helfen, klarer zu denken, fundiertere Entscheidungen zu treffen und sich auf dem Weg zum persönlichen und organisatorischen Erfolg zu machen. Mit MindManager können dynamische Diagramme erstellt, analysiert und interaktiv bearbeitet werden, um Klarheit und Struktur in Pläne, Projekte und Prozesse zu bringen. All dies kombiniert mit den leistungsstarken Import- und Exportfunktionen, Integration und Freigabeoptionen unterstützt Sie MindManager bei der effektiven Zusammenarbeit und der transparenten Kommunikation mit Ihrem Team. So hilft MindManager, die Produktivität zu steigern und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Deshalb starten Sie noch heute Ihre kostenlose 30-tägige Testversion und fragen Ihre Kollegen: Haben Sie schon von MindManager gehört?